Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich und Barisch wieder. Die zwei Star-Spieler der German YouTube League für TBT. Alter, super saftig. Und da bin ich wieder mal überraschenderweise angetreten, was eigentlich echt nicht zu oft passieren sollte. Gell, du hast so gesagt, du lässt deine Statistik 1-0, dann hört er auf. Und danach dachte ich, dass ich nochmal spiele. Also nein, ich mach das jetzt, Barisch, halt dich da raus. Ja, ich musste halt, weil der Gegner war Yu-Gi-Oh! Insider. Ja, stimmt. Genau. Check mal den ab. Und er konnte halt nur auf Yu-Gi-Oh! Pro spielen. Und da hat sich halt keiner der Jungs drum gekümmert, also habe ich das mal gemacht als der Boss. Die 1 war das. Fangen wir mal an. Also ich habe Ordeis gespielt. Pendel. Ordeis, Pendel. Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich habe das Duell noch nicht gesehen. War meine erste Erfahrung auf Yu-Gi-Oh! Pro. War ganz interessant. Hat das große Unterschiede zu Death Pro oder? Spielerisch nicht, also nur der Anfang so. Okay. Schauen wir mal. Ich hab angefangen, sehr gut. Sehr gut. Sehr wichtig anzufangen, vor allem Pendel. Ja, du kannst schon alles machen, oder? Ja, auf jeden Fall den Dragon suchen. Schauen wir mal, Hong überlegt. Ja, die ist nicht so besonders, die Hand. Das ist so eine Aufbauhand. Und Gegner, Aufhaltehand und... Ich habe halt jetzt überlegt, soll ich zum Beispiel Unicorn holen und dann eine Karte ziehen, auf Glück mit Ding, Echse. Oder soll ich halt Ding holen, den Orders und dann für nächste Runde aufbauen. Ja. Oh, Hong überlegt lang, sehr gut. Ja. Nicht einfach drauf losspielen. Natürlich nicht. Schuss auf Kirin, sucht sich. Ja, du kannst auch Kirin rausbringen, oder? Ja, kannst du, hättest du auch machen. Nee, ja, Scale 8 holen. Ja, dieser Teil ist doch 8. Das Einhorn. Ja, aber ich habe keine Low-Scale. Lizard, das Ding. Auch High Scale. Ach so, okay. Kannst keinen Low-Scale suchen. Ja, ich muss Low-Scale und High Scale suchen. Ich habe ja keins von beiden auf der Hand, wenn ich Kirin rausbringen will. Weißt du, was ich meine? Ja. Monkey Ball für nächste Runde. Dann kann ich halt Kirin holen. Ja. Das ist gut, das Whale auf der Hand. Das ist wirklich gut. Deswegen ist der Zug optimal eigentlich gerade. Gegner, was hat der Gegner gespielt? Das werden wir jetzt gleich sehen. Ach so, Yang Xing. Ja. Wähler richtig super saftig gegen den. Er hat immer... Ich check nicht, alle Yang Xing Spieler haben den Starthand. Ja, das ist der Beste. Egal, Wähler drauf, minus 1 für ihn. Unglaublich. Es sind Kosten abzuwerfen. Ja, zwei Karten Discard. Da hatten wir schon ein bisschen Glück. Jetzt kommt ein verrückter Zug von mir. Nicht optimal gespielt, aber egal. Geht schon. Monkey Board. Also im Nachhinein, wenn ich überlegt habe, also man kann mehr rausholen, aber da hat sich ein bisschen Unerfahrenheit gezeigt, dass ich, wie nennt man das, eingerostet war. Habe seit der DM nicht Panel angefasst. Da hätte ich zum Beispiel irgendwas anderes holen können, dann mit Sky Arrows schießen, das was ich geholt hätte, und dann Unicorn erst holen. Da hätte ich noch, da hätte ich einen mehr pendeln können, genau. Ja. Alle Pendel sind so verrückt und es gibt so viel. Nochmal sammeln, mal schauen, was er so hat, aber es kam nichts. Ihr wollt so rauslocken, oder? Schauen wir mal. Halt schauen, ob so Reaktionszeit und so, aber es kam halt nichts. Ah, dieser Update gab es noch nicht auf Yu-Gi-Oh! Pro anscheinend. Hab ich gesehen, dann. Okay. Pen Summon 2. Also jetzt dachte ich, da liegt halt diese Yang Xing-Fall hinten. Alter, eins verrückt, das war angereicht. Nein, nein, ich aktiviere Effekt von Ding. Kirin. Ich gehe nur Battleface, damit kein Wähler kassiert. Okay. Welchen Effekt machst du gerade? Kirin, oder? Ja, genau. Teuflische Kette, jetzt hat er Spielfehler gemacht. Er hat Teuflische Kette nicht auf Kirin gemacht. Kann er ja nicht. Kirin kann nicht gezielt werden. Oh, sehr gut. Aber er hat es trotzdem aktiviert, weil er es nicht wusste wahrscheinlich. Ja, und dann hat er es bemerkt. Und dann muss er ein anderes Target werden. Ja. Ah, oder Kirin ist mächtig. Kirin echt. Nicht durch Karteneffekte gezielt und zerstört werden. Egal welche Monster, ja, ist das, gar nichts. Ja, ich überlege, ob ich noch was machen kann, aber bestimmt irgendwelche verrückten Sachen mehr plus, aber ich dachte mir,
Ja, passt schon so. Iris hast du noch nicht benutzt, gell? Ja, eben. Aber ich war mir unsicher, was ich jetzt rausholen kann noch, aber... Der Gegner ist jetzt schon tot. Ja, eben, deswegen dachte ich mir, geht schon so. Ja. Iris, selbst wenn er wegkriegt. Du hast volle Ressourcen. Der Wailer hat es halt echt entschieden, das war der Knackpunkt. Hey, hat er ihn schon wieder? Nein, ich habe ihn doch zurück auf die Hand geschickt. Jetzt, da müssen wir kurz Pause drücken. Da muss ich kurz eine längere Erklärung abgeben. Ja. Und zwar, wir hatten ja Dimi, der hat Yang Xing gespielt. Ja. Und er hat Yang Xing aufgegeben. Ja. Und eine seiner Begründungen war, wegen dem, dieser, der Yu-Gi-Oh! Insider gerade beschworen hat. Und zwar meinte Dimi damals, ich erinnere mich noch, dass egal wie der, also der Effekt muss, kann nur resolven, wenn er auf dem Feld bleibt. Wie Zombie meistens. Genau. Und Dimi meinte zum Beispiel, wenn er gebuckt wird oder kompulsiv oder so, kommt der Effekt nicht, dann kommt der Effekt gemacht, nicht durch. Aber erst durchgekommen. Ich habe den Effekt durchgelassen und dann erst Effekt gemacht zum Hochschießen, weil ich dachte, laut Dimi, Effekt kommt dann nicht durch, resolved nicht. Aber das steht eindeutig drauf. Auf der Karte würde dann stehen, this card must be face up. Steht das auf Zombie Master? Ja. This card to resolve must be face up on the field. Sonst hätte ich das halt nicht durchgelassen, ja. Aber er hat keinen Schutz, also egal was er holt. Ja. Das reicht trotzdem, also. Viele Spielfehler, eigentlich sollte das nicht sein, aber. Ja. Er hat halt Teamkollegen vertraut. Ja. Immer jede Karte lesen. Aber das Deck zu krass, er konnte eigentlich nichts machen. Er hat ein Synchro-Monster, das baut sich im nächsten Runde mit Kirin und dann Angriff mit 5. Ja. Also, ist schon heftig, Candle-Deck. Er ist auch diese CCG-Variante. Ja, hey, jetzt, Candle 5 vorbei. Ja, Game. Er hat keine gesettete nicht. Was war das für ein Format? Ganz normal T1. T1, ja. Ganz normal T1. Ich finde, Chain ist doch endschlecht zurzeit. So. Richtig schlecht. Ja. Yang Xing für T1 ist auch fragwürdige Wahl. Also. Ja, gell? Ist er Yang Xing Main oder so? Oder? Yang Xing Spezialist, man weiß es nicht. Der Angriff mit 5. Game. Kann man nichts machen außer leiden. Jetzt gab es ein paar technische Schwierigkeiten. Ich habe gesided. Nach Siden habe ich auf fertig gedrückt und dann ist es bei mir abgestürzt. Das ist schon mal ein Negativpunkt für Yu-Gi-Oh! Pro. Hier seht ihr mal, wie ich side, also. Der Enzel, du spielst noch ein Predict, oder was? Was für Predict? Ja, ja. Endpunkt. Es gibt halt Varianten mit und ohne. Alter. Was ist los? Weil Chains Full House und falls er irgendwie Full House negieren will, Chain Predict. Ernsthaft. Keine Ahnung, was man gegen Yang Xing sidet. So wie ich es mache, halt erstmal alles Mögliche rein und dann schauen, was man wieder raus tut. Ja. Das war alles echt sehr spontan, null Vorbereitung. Er würde anfangen, ich hätte 3 Max Xing geworden, direkt. Ja, aber Yang Xing settet eigentlich nur voll viele, ja, Monster immer. Wenn er settet, er verliert, er gewinnt nur mit diesem einen Monster, wo er 2 abwirft. Und dann hat er Free to Fall, dann aktiviert die Zauberkarte, mischt sie rein, zieht wieder. Wailer musst du drin lassen, der kommt zu hart. Ja, er muss. Ihr seht ja den Fehler, also. Mussten wir dann neu starten. Neues Game und dann hat er Game 1 gleich also aufgegeben. Ist aber hier, ja. Er gibt einfach Game 1 auf. Ja, genau. Also kann man eigentlich ganz leicht regeln. Kein Stress. Und jetzt, wir haben ein neues Game gemacht. Und dann hatte er diesmal Schwierigkeiten. Bei ihm ist es dann abgestürzt, also. Wie lange gibt es schon Yu-Gi-Oh! Pro? Boah, keine Ahnung. Schau, also hier ist er abgestürzt. Dann müssen wir es nochmal versuchen. Jetzt endlich Game 2. Fängt er natürlich an. Aber meine Hand ist... Die ist über... Das Döner mit allem und mit viel Soße oder so. Kommt halt drauf an, was er verdeckt hat. Ja. Und er hat auch schlecht angefangen, 5. Er settet nur. Er ist jetzt schon minus 1. Jetzt gleich minus 2. Oh, Warning auf Joker. Was eigentlich sehr gut ist für mich. Das ist perfekt, dass er Warning auf Joker gemacht hat. So, weil er weg ist jetzt. Ja. Jetzt kommen halt meine Plays durch.
Ich hab's für viel, nicht für 70 geholt, für 74. Warte, was ist denn los? Alter, er holt Endrum. Alter, wir sind gerade Video, warte, ich kann gerade nicht. Alter, ich bin gerade im Video, warte. Also wir haben hier Störung, eine Fliege fliegt die ganze Zeit rum. Dimi labert. Sorry, aber bei uns ist immer alles live. Ihr seht immer alles. Ja. Nichts wird gecuttet. Also Monkeyboard habe ich gemacht. Ich überlege gerade noch, was ich suche. Sorcerer, den werde ich wahrscheinlich mit Skyrise poppen für Ding. Unicorn. Eigentlich, was ihn überhaupt, wenn überhaupt rettet, ist nur noch Teil Strike, aber kannst du irgendwie auf die schießen oder so? Nee. Scheiße, ich habe einfach 4-5 gependelt. Echt? Alter, du pendelst. Alter, pendel echt rein. Ich hätte echt nur eins gependelt, ohne Witz. Okay, hat's nicht, das heißt, kann jetzt nicht kommen. Sehr gut, aber ist echt gut, Kirin Battleface, das. Ja, Wailer kann sowieso nicht kommen. Ja. Wailer zieht auch. Ja, jetzt, aber ey. Man muss es sich halt immer angewöhnen, antrainieren für andere Monster, da macht man's immer. Ja. Dueller und so. Das Kranke ist ja, wenn man sich so Teile auf die Hand wieder schickt, Joker und so. Das ist eins heftig. Dein eigenen Joker und Gegner Schmunzer und nächste Runde wieder Joker. Hier wäre vielleicht auch irgendwie auf die Karte gegangen mit Unicorn oder so. Die pushen sich ja irgendwie, aber habe ich nicht ganz gecheckt. Hey, was will er machen? Er will reinrennen. Reinrennen, ja. Aber lass ich nicht zu. Ich gebe ihm gar keine Hoffnung. Ja, ja. Tote Falle hinten. Jetzt würde ich alles pendeln. Okay, er gibt einfach auf. Leider. Die Frage ist, was deine Gesetze sind. Ja, das war's. Das zu viele Leiden, einfach aufgegeben. Aber trotzdem, danke für das Duell, hat Spaß gemacht, dass ich mal wieder Pendel auspacken konnte. Yang Xing echt mutig, Tier 1, das traut sich echt nicht jeder. So ist es, wir stehen jetzt 5-1. Nein. War das 5-2, 6-2. Achso, insgesamt dürfen Sie schon sagen. Nein, welche Runde war das? Ah, 7. Ja, 5-2 stehen wir. 5-2, genau. 5-2, ja, jetzt haben wir es. Ihr seht heute alles ein bisschen verwirrend, ein bisschen hektisch, aber war ein lustiges Duell, lustige Erfahrung, erste Erfahrung auf Yu-Gi-Oh! Pro. Ungelogen, halbe Stunde danach, Yu-Gi-Oh! Pro wurde, ja. wurde abgeschaltet. Ich glaube, zu viel Leiden, er hat sich beschwert und dann wurde Yu-Gi-Oh! Pro abgeschaltet. Nein, das krasse ist, dass wir noch die Zeit hatten, dass du noch in einmal alles rausgehauen hast, gewonnen hast und dann ist es erst vorbei. Es hätte ja sein können, dass es vor dem Duell weg wäre, dann wäre Schicksal anders, es hätte alles Mögliche passieren können und das ist wirklich schon krass. Also man kann noch spielen da drauf, die Server laufen noch, aber man kann es nicht mehr downloaden, das Spiel. Achso, ja. Interessant. Ja. Im Internet kann man doch immer downloaden. Ja, ja, aber auf der offiziellen Seite kriegst du die Links nicht mehr, aber irgendwie geht's schon noch. Das ist krass. Aber dazu machen wir noch ein einzelnes anderes Video. Ansonsten, wir stehen 5-1, 5-2 meine ich, sorry. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Da spielen wir gegen den unbesiegten Cut-Journalist. Cut-Journalist, echt super saftig. Also, bisher ist er unbesiegt. Ich weiß nicht, wie er dieses Format gespielt hat. Aber wir werden sehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und leidet nicht. So wie Yu-Gi-Oh! Insider. Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.